Ich bin Paul Janke, ich bin 37 Jahre alt, Hamburger Jung und die meisten kennen mich wahrscheinlich aus dem Format Der Bachelor. Heute bin ich hier zu Gast bei Dislike. Rita Wallas, Paul Janke ist dumm sein IQ, ist sehr niedrig. Dieses überhebliche Lächeln wird nur noch übertroffen von seiner Arroganz. Ohne die Bachelor-Teilnahme würde noch keiner diesen Typ wahrnehmen. Er ist einfach nur peinlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich deinen Satzbau lese, würde ich sagen, dass ich einen deutlich höheren IQ habe als du. Aber ich messe auch Leute nicht am IQ. Arrogant bin ich, glaube ich, nicht. Jeder, der mich persönlich kennengelernt hat, glaube ich, weiß, dass ich nicht arrogant bin. Lächeln tue ich einfach unheimlich gerne, weil ich ein fröhlicher Mensch bin. Vielleicht mit Tüte überm Kopf. Was ist dann? Sehe ich dann besser aus oder was ist damit? Dann würdest du mit mir schlafen oder? Verstehe ich nicht. Friedrich Lembo, Alter, wie unglaublich schlecht. Hauptsache konsumierbare Mucke. Dann noch der Janke. Der Tiefpunkt hat einen Keller. Allein, dass ich das kommentiere, ist schon ein Armutszeugnis für mich. Dazu muss ich ja gar nicht viel sagen. Du hast es ja eigentlich schon verstanden. Ist ein Armutszeugnis. Warum äußert man sich überhaupt dazu? Und wenn du mich schon anmachst, dann bitte schreib bitte meinen Namen richtig. Ich werde ohne H geschrieben. Paul Janke. Bitte. Jede Bachelorette hat mehr Muckis als der. Warum macht dieser Lackaffe immer so auf dicke Hose, obwohl die nur mit Luft gefüllt ist? Aber ich würde mir echt Gedanken machen, wenn eine Bachelorette mehr Muckis hätte als ich. Ist das notwendig? Ist das schön für eine Frau? Und nur Luft gefüllt, das ist aber jetzt ein bisschen schade, dass du das sagst. Ich wüsste nicht, ob du das vielleicht beurteilen kannst. Ist das seine Mallorca-Bräune? Sieht aus, als hätte er die Kuhkacke, mit der er seine Rosen gedüngt hat, selbst gefressen. Naja, so braun sehe ich jetzt auch nicht aus. Der schöne Paul, ich lach mich tot. Was bitte ist an dem schön? Eingebildeter Sack. Was glaubt er, wer er ist, du Rosenkavalier? Sieht aus wie so ein Bahnhofsrichter. Was ist denn ein Bahnhofsrichter? Wie sieht der denn aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, eingebildet bin ich nicht. Einen Sack habe ich, das stimmt. Und ein Rosenkavalier bin ich gerne. Der ist viel zu alt für sowas. Wer will denn da so einen Knautsch-Couch sehen? Mal ehrlich, wenn man schon Geld dafür ausgibt, dann doch für einen jungen, knackigen, gut gebauten Typen und nicht für einen baldrigen Stockträger. Naja, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, gut gebaut. Es geht, würde ich sagen. Es geht besser, aber es ist für mich okay. Er sollte erst einmal die 80er Jahre Reminder-Matte abnehmen. Ich meine, ich habe auch Gefühle. Es tut mir auch weh, wenn ihr so über meine Frisur redet. Oh mein Gott, Paul, du schmieriges Pimmelgesicht. Hahaha. Willst Revanche mit Cordalis, um gleich wieder den Arsch mit Sahne vollgepumpt zu bekommen? Voller was ein Vogel. Also ich sag mal so, einen Arsch habe ich bestimmt nicht versohlt bekommen von dem Cordalis. Es war sehr, sehr eng. Ja, er hat am Ende die Nase vorn gehabt, aber vielleicht traut er sich dafür ein Rematch. Ich würde mich freuen. Ich finde ihn gut. Es gibt wesentlich unsympathischere und hässlichere Männer. Oh, das ist ja lieb. Ich denke, er wird das mit den Chippendales super machen. Das denke ich auch. Ich kann euch nur sagen, kommt vorbei und guckt es euch an. Also, liebe Leute, das war mein Dislike-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte Spaß dabei, auch wenn ich weiß, dass mich viele Leute nicht mögen. Solltet ihr weitere Videos gucken wollen, könnt ihr hier klicken oder auch hier abonnieren.